Wusstest du, dass du als Selbstständiger Steuern sparen kannst, wenn du deinen Ehepartner als Minijobber einstellst? Was du dafür genau machen musst und wann das Ganze eigentlich Sinn ergibt, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich gebe dir einfach mal ein ganz konkretes Beispiel. Meine Frau ist selbstständig. Und ich bin auch selbstständig. Und natürlich helfen wir uns gegenseitig auch. Zum Beispiel beim Erstellen der Buchhaltung, Zettel sortieren, Angebote schreiben und so weiter. Das heißt, unterm Strich arbeiten wir beide jeweils im Unternehmen des jeweils anderen. Ich glaube, das ist vollkommen normal und jeder, der irgendwie ja, verheiratet ist, zusammenwohnt und da ist einer selbstständig, da kennt man das, dass man sich natürlich gegenseitig hilft. Das Problem ist, normalerweise würde man jemanden, der einem hilft, bei seiner Büroarbeit beispielsweise, natürlich bezahlen und irgendwie anstellen. Das macht man in so einer Ehe oder in einer Familie ja generell eigentlich nicht. Das kann aber durchaus Sinn ergeben, denn wenn du beispielsweise deinen Ehepartner anstellst, dann hat dieser Ehepartner ein Einkommen und du kannst die Gehaltskosten als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung ansetzen. Und wenn die Lohnnebenkosten für dieses Anstellungsverhältnis niedriger sind als dein Steuersatz oder euer Steuersatz, dann sparst du unterm Strich damit sogar Steuern. Das heißt, das Ganze kann ziemlich interessant sein. Und das ist vor allem für Minijob-Verhältnisse interessant. Das Minijob-Verhältnis, das ist früher so bekannt gewesen als 450-Euro-Job, das geht jetzt bis 520 Euro. Und zwar seit Oktober 2022. Und da gibt es pauschale Abgaben. Das heißt, es ist kein voll sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis, sondern du zahlst pauschale Abgaben an die Bundesknappschaft. Wie hoch das ist, das variiert so ein bisschen je nach Versicherungsstatus und welche Angaben du da jeweils machst. Aber grundsätzlich kannst du dir merken, dass du bei einem Minijob Verhältnis Lohnnebenkosten hast in einer Höhe von ungefähr 20-35%. Um zu schauen, ob das ganze Modell für dich als Steuersparmodell funktioniert, musst du dir persönlich zwei Sachen anschauen. Und zwar erstens deinen individuellen Steuersatz. Also wie viel Steuern zahlst du auf dein gesamtes Einkommen? Und zweitens die Lohnnebenkosten von dem Minijob. Denn immer dann, wenn die Lohnnebenkosten prozentual niedriger sind als dein persönlicher individueller Steuersatz, dann sparst du Steuern. Hier ist aber ganz wichtig und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, das Ganze ist kein Steuersparmodell, wie du jetzt auf Teufel komm raus noch ein paar Euro Steuern sparen kannst. Das Ganze eignet sich nur, wenn das Ganze auch den Tatsachen entspricht. Also wenn dein Ehepartner dir auch tatsächlich in deiner Selbstständigkeit hilft und du bisher einfach noch kein Gehalt gezahlt hast, dann würde es sich jetzt anbieten, da einen richtigen, sauberen Vertrag aufzusetzen und ein Gehalt zu zahlen. Und genau das ist auch wichtig. Ihr braucht einen Vertrag und es muss tatsächlich auch ein Gehalt gezahlt werden. Das heißt, die ganzen Bedingungen für dieses Arbeitsverhältnis müssen so ausgehandelt werden, wie du sie auch aushandeln würdest mit irgendeinem fremden Dritten. Ich glaube, am besten wird das Ganze deutlich, wenn ich einfach mal ein Beispiel mache. Und zwar gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass ich selbstständig bin und meine Frau mir in meiner Selbstständigkeit hilft. Und das hat sie schon immer gemacht. Und jetzt denke ich mir, eigentlich würde ich das Ganze gerne auch angemessen entlohnen und stelle sie an. Und zwar für 520 Euro im Monat. Das heißt, da bewege ich mich im Rahmen des Minijob-Verhältnisses. Das heißt, wir erstellen einen Arbeitsvertrag, ich zahle ein Gehalt und so weiter. Natürlich entfallen, wie bei jedem Arbeitsverhältnis, auch auf diesem Minijob Lohnnebenkosten. Und wie hoch das ist, da gibt es einen Rechner, den verlinke ich auch einmal unten in der Videobeschreibung. Da kann man einfach mal alle Angaben eintragen und dann sagt er einem, wie viel Lohnnebenkosten man zahlen muss. Diese Lohnnebenkosten müssen dann an die Bundesknappschaft gezahlt werden. In meinem Beispiel sind das 31,4% oder um anders zu sagen, es sind pro Monat 163,28 €. Das heißt, ich habe pro Monat Gesamtkosten von 520 Euro plus diesen 163,28 €, das sind gesamte Lohnkosten, die ich pro Monat trage und damit auch als Betriebsausgabe in meiner Buchhaltung berücksichtigen kann, in Höhe von 683,28 €. Das heißt, das sind die Kosten, die ich gewinnmindernd in meiner Buchhaltung berücksichtigen kann. Wenn ich das mal 12 rechne, dann habe ich Gesamtkosten, die ich pro Jahr steuerlich geltend machen kann, in Höhe von 8.199,36 €. Das heißt, das sind die Betriebsausgaben, die ich jetzt durch dieses Arbeitsverhältnis zusätzlich habe. Gehen wir außerdem davon aus, dass mein persönlicher Steuersatz 40% ist. Das heißt, wenn ich diese Kosten jetzt nicht hätte und diese Betriebsausgaben nicht hätte, wäre mein Gewinn ja entsprechend höher und auf diesen Gewinn müsste ich jetzt ja Steuern bezahlen. Und wenn mein Steuersatz bei 40% liegt, dann ist meine theoretische Steuerlast 40% von 8.199,36 € und das wäre eine Steuerlast von 3.279,74 €.
72. Das heißt, ich müsste ungefähr 3.300 Euro an Steuern zahlen, wenn ich diese Betriebsausgaben, also diese Lohnkosten, nicht gehabt hätte. Jetzt habe ich allerdings ja dieses Anstellungsverhältnis. Das heißt, ich überweise meiner Frau regelmäßig Geld. Dieses Geld kann sie behalten. Und auch diese Auszahlung ist brutto gleich netto. Das heißt, sie als Arbeitnehmerin hat keinerlei Abzüge und muss dieses Einkommen auch nicht mehr in der gemeinsamen Steuererklärung angeben und da nochmal extra versteuern. Das heißt, von meinen gesamten Lohnkosten in Höhe von 8.199,36 € sind ja 6.240 Euro quasi die Nettogehaltskosten. Das ist das Geld, was meine Frau bekommt. Und die Lohnnebenkosten, die an die Knappschaft wandern, die betragen 31,4% davon. Das heißt in Höhe 1.959,36 €. Das sind quasi die Kosten, die ich denn tatsächlich habe. Und wenn wir diese beiden Werte mal gegenüberstellen, also meine theoretische Steuerlast und die Lohnnebenkosten, die ich mit diesem Minijobverhältnis habe, sehe ich, dass ich jetzt durch dieses Minijobverhältnis tatsächlich weniger Kosten habe, und zwar in Höhe von 1.320,38 €. Das sind über 100 Euro im Monat, die ich durch dieses Anstellungsverhältnis am Ende spare. Oder besser gesagt, nicht ich spare das, aber wir als Familie mit unserem Familieneinkommen sparen dieses Geld. Was bei so einem Anstellungsverhältnis natürlich auch ganz spannend ist, dass ich meiner Frau natürlich auch Firmenequipment zur Verfügung stellen kann. Natürlich kann ich ihr einen Arbeitslaptop oder ein Arbeitssmartphone zur Verfügung stellen, um diese Arbeit zu erledigen. Wenn sie das braucht, dann kann ich natürlich auch dieses Firmenequipment, was ich meinen Mitarbeitern, also in dem Fall meiner Frau, zur Verfügung stelle, kann ich ganz normal als Betriebsausgabe buchen und habe unter Umständen sogar einen Vorsteuerabzug. Ich hoffe, mit diesem Steuertipp sparst auch vielleicht du Steuern. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib uns auch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du selbstständig bist und einen Steuerberater brauchst, der sich um deine Buchhaltung, deine Steuererklärung kümmert, dann schau dir doch einmal an, was wir so machen. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Oder schau einfach unsere weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.